Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Shop-Video. Heute zeige ich euch auf jeden Fall, was neu im Shop ist und Freunde, glaubt mir, ihr werdet erstaunt sein. Auf jeden Fall mega geile Sachen im Skin-Shop und natürlich, Freunde, wie immer könnt ihr mir gerne mal einen Daumen da lassen. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Derzeit habe ich ein Gewinnspiel am Start, Freunde. Dort könnt ihr bis zu 700 Euro an V-Bucks gewinnen. Ihr müsst lediglich nur dieses Video hier liken, solltet Abonnent des Kanals sein und solltet die Glocke aktiviert haben. Und ihr müsst dieses Video mit Hashtag FrapsArmy kommentieren. Nähere Informationen zum Gewinnspiel gibt es unten in der Videobeschreibung. Gerne, Freunde, könnt ihr auch nochmal den Link unten in der Videobeschreibung abchecken, wo ihr halt sehr, sehr, sehr günstige PSN, Xbox und Steam-Karten bekommt. Beispielsweise kriegt ihr eine 25€ PSN-Karte für 22€ und eine 50€ PSN-Karte für 45€. Mit dem Code FRAPS, Freunde, bekommt ihr sogar einen 5%igen Rabatt, mega gute Aktion und so könnt ihr hingehen und eure V-Bucks aufladen. Super easy, egal um welche Uhrzeit, die V-Bucks werden innerhalb von 2 bis 3 Minuten geliefert. Aber, Freunde, ich will euch jetzt nicht lang genug aufhalten. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit dem Shop-Video. Let's go! So, Freunde, als erstes kommen wir zu den täglichen Gegenständen. Dort haben wir Breakdance für 800 V-Bucks. Mega, mega geil eigentlich. Aber ich finde, es lohnt sich nicht mehr, weil für 800 V-Bucks werden viel coolere Emotes in Zukunft kommen. Und glaubt mir, Freunde, investiert das Geld nicht unnötig, denn es euch erwarten richtig, richtig geile Emotes. Als nächstes, Freunde, haben wir hier Nachtkommando für 1200 V-Bucks. An sich ein mega cooler Charakter, aber da finde ich doch die Schattenagentin viel besser. Den gab es gestern, Freunde. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so brutal der Fan davon, aber wer möchte, kann sich das Ganze natürlich gerne kaufen. Als nächstes haben wir hier den Emote von Snoop Dogg, Freunde. Und zwar sauber. 500 V-Bucks kostet es. Es ist wirklich nicht teuer. Und ich würde euch den empfehlen zu kaufen. Mega, mega cooler Emote. Als nächstes, Freunde, haben wir glitzernde Streiterin für 1200 V-Bucks. Bei den Charakteren hier, beziehungsweise bei dem Charakter hier, gefällt mir einfach, dass in irgendwas in ihrem Körper halt oder mit ihrem Anzug dynamisch ist und das bewegt sich halt die ganze Zeit und das finde ich eigentlich ganz cool bei dem Skin. Aber so ein Fan davon bin ich jetzt nicht. Ich finde 1200 V-Bucks ist das Ganze jetzt nicht so wert. Deshalb, Freunde, lasse ich lieber die Finger davon. Als nächstes, nach langer Zeit wieder, Freunde, haben wir hier die Pömpel-Spitzhacke und ich finde die mega, mega cool. Das war mal so eine Anspielung auf Ninja. Ninja hat gesagt, ey, Fortnite ist so geil, ich würde sogar ein Ninja-Schwert, was in einem Pömpel drinsteckt, kaufen. Und dann, Freunde, siehe da, Epic Games hat das Ganze rausgebracht und ich finde es auch nicht teuer, ich finde es voll cool, deswegen würde ich euch auch empfehlen, das Ganze hier euch zu kaufen. Es sieht mega geil aus vorne und es lohnt sich. Als letztes haben wir hier den Schneesturmgleiter für 500 V-Bucks. Kostet nicht viel, Freunde, und wenn es euch halt gefällt, schlagt auf jeden Fall zu. Aber ich denke mal, ihr wartet schon lang, Freunde, kommen wir mal direkt zu den vorgestellten Gegenständen. Let's go! So, Freunde, bei den vorgestellten Gegenständen haben wir hier einmal eine neue Spitzhacke und zwar die Nachteule. Die Nachteule sieht mega, mega fresh aus. Es ist jetzt nicht die beste Spitzhacke, aber, Freunde, ich muss ehrlich sein, sieht schon richtig edel aus. Und für 800 V-Bucks kann man da auf jeden Fall schon mal zuschlagen. So teuer ist das Ganze nicht und ich finde es mega, mega fresh. Als nächstes, Freunde, kommen wir dann zu einem Gleiter, wo ich sagen muss, das ist brutals geil. Freunde, der Gleiter kostet 800 V-Bucks und heißt Sternennachtflug und das Ganze ist wirklich richtig geil, Freunde. Und ich muss ehrlich sein, das ist so ein Gemälde, was halt zusammengekleistert ist und dann kann man halt damit sozusagen durch die Map gleiten. Für 800 V-Bucks ist der Preis richtig ordentlich und laut meinem Kollegen, der Octonaut, ist der Gleiter hier der beste, der bisher rauskommt und ich finde auch auf jeden Fall, für den Preis ist es wirklich der beste Skin in der Farbe Blau. Mega, mega geil, beziehungsweise was heißt Skin? Es ist ja ein Gleiter, aber von es lohnt sich. Glaubt mir, schlagt die auf jeden Fall zu. Mega, mega cool auf jeden Fall. Als nächstes, Freunde, kommen wir jetzt mal zu den Skins, die euch sehr lange schon erwarten. Und zwar haben wir die Räuber-Skins heute bekommen. Mega, mega geil, Freunde. Im Hintergrund seht ihr den Halunken. Der sieht ganz genau so aus wie im Hintergrund. Also das Ganze ist echt interessant. Es ist ein geiler Charakter, es ist auch ein neuer Charakter, Freunde. Es ist ein etwas älterer Mann, das erkennt man einfach an den weißen Haaren. Aber was ich halt an dem Mann hier mega feiert, ist sein Schnauzer, Freunde. Es sieht halt aus wie so ein Italiener, jetzt no hate oder so. Aber, Freunde, mega cooler Skin, meiner Meinung nach. Natürlich hat dieser Skin auch einen coolen Rucksack. Und da muss ich ehrlich sein, Freunde, das ist einer der geilsten Rucksäcke, den ich jemals gesehen habe. Und zwar haben wir hier halt so ein Schloss, Freunde. Der Tresor ist aus Rette die Welt. Und das Ganze bewegt sich noch hinten und sieht mega, mega cool aus. Deshalb, Freunde, wird sich das Ganze hier auf jeden Fall safe gegönnt und deshalb drücke ich jetzt easy peasy mal auf 4. Also, Freunde, bevor wir jetzt zu dem nächsten Skin kommen, Grüße gehen raus auf jeden Fall am Samson 007700. Er schreibt hier, oh mein Gott, hi YouTube. Er weiß auf jeden Fall Bescheid, dass ich hier einfach am Start bin, Freunde, und einfach das Shop-Video für euch mache. Absoluter Ehrenmann. Wir haben hier gerade
Wie haben wir denn? Wir haben 2.07 Uhr von, ich bin direkt am Video machen für euch, aber kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Freunde, im Hintergrund haben wir die Gaunerin, ist auf jeden Fall die Räuberin, sieht mega, mega geil aus, Freunde. Die Hose dachte ich am Anfang, dass sie komplett schwarz ist, aber das hat irgendwie so was Camouflageiges, ist ein dunkles Camouflage-Muster, was da drauf ist, oder ist es einfach nur verschmutzt? Natürlich weiß ich das Ganze nicht, sieht auf jeden Fall interessant aus. Und, Freunde, dieser Rucksack von dieser Frau ist mega, mega nice. Sowas Geiles habe ich auch wirklich nicht gesehen, und zwar Tasche des Meisterdiebs, mega, mega fresh, und 1500 V-Bucks für diesen Charakter ist wirklich gar nichts, Freunde. Ohne Witz, ihr müsst euch die Charakter gönnen, meiner Meinung nach. Mega, mega fresher Charakter. Ihr müsst mir jetzt mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr diese Charakter findet. Ich finde sie mega, mega fresh, Freunde. Und natürlich vor allem die Rucksäcke, also die sind mal anders geil. Alter, jetzt sehe ich hier noch, Freunde, dass der Rucksack aufgeht. What the fuck? Richtig, richtig geil. Freunde, ihr müsst hier wirklich zuschlagen. Ohne Witz, nimmt ein bisschen Geld von eurem Taschengeld. Casht hier auf jeden Fall ein bisschen rein, Freunde. Und es lohnt sich, glaubt mir, Freunde, die Charakter sind mega, mega nice. Nochmal hier ganz kurz die Spitzhacke, damit ihr das Ganze nochmal seht. Ich denke nicht, dass sie irgendwelche Geräusche macht. Und Freunde, wir haben hier nochmal kurz den Gleiter. Das ist auf jeden Fall der Shop von heute. Ich hoffe, das hat an sich gefallen, Freunde. Ihr könnt mir natürlich gerne mal einen Daumen da lassen. Vergesst nicht zu abonnieren und beim Gewinnspiel mitzumachen. Checkt die Videobeschreibung aus für günstige PSN-Karten. Und dann, Freunde, verabschiede ich mich jetzt hier an der Stelle. Jeder, der das Video bisher gesehen hat, schreibt mal Hashtag Ehremann unten in die Kommentare, und ich würde dann sagen, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.